Herrn bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Nehme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nacht nicht um mich sein. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mutter bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und ich steh. Meine Gedanken kennst du von ferne, weißt ganz genau, wohin ich geh. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel im Leben bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Stehe ich staunend am Strand und träume, zähle die Körner am Sand, lobe ich aus des Meeres Tiefe, sehe hinaus in Sternenhaus. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, dort jenseits der Sterne bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Oh, ach, es fängt schon an, dann kann ich ja gar nicht trinken, ja. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Videoimpuls. Diesmal nicht aus der Kirche, sondern, wie Sie ja sehen, direkt vom Frühstückstisch. Wir dachten, wir kommen einfach Ihnen ein bisschen näher an diesem Wochenende und setzen uns sozusagen direkt zu Ihnen, neben Sie. Das Thema, das wir heute bei diesem Impuls aufgreifen möchten, das hat natürlich mit dem Essen zu tun. Im Matthäusevangelium hören wir nämlich, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ich bin das Brot, lade euch ein, so soll es sein, so soll es sein. Brot lindert Not, brecht es in zwei, so soll es sein, so soll es sein. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ich bin die Quelle, schenk mich im Wein, so soll es sein, so soll es sein. Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein, so soll es sein, so soll es sein. Kyrie
Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. So soll es sein, so soll es sein. Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. So soll es sein, so soll es sein. Sie vielleicht auch von sich selbst genießen in dieser Zeit die Gemeinsamkeit und die Freizeit, aber eben auch die Mahlzeiten. Besonders das Frühstück stellt, wie ich finde, zumindest bei mir am Wochenende immer einen Höhepunkt dar. Nach dem Aufstehen langsam wach werden und dann den Kaffeeduft und wenn es ganz gut läuft und jemand vielleicht noch zum Bäcker gegangen ist, auch den Brötchenduft einatmen, dann so ganz entspannt dem Tag entgegensehen und einfach nur genießen. Gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten ist mir einmal mehr bewusst geworden, welchen Stellenwert eigentlich diese Mahlzeiten, unsere Mahlzeiten Tag für Tag haben. Sie strukturieren diesen Tag nämlich. Und ich stelle fest, ja, der Mensch lebt vom Brot. Viel mehr, als man denkt. Die Mahlzeiten sind ein ungemein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, ein Dreh- und Angelpunkt, so könnte man eigentlich auch sagen. Ein Hauch davon, dass es anders sein kann, hatten wir zu Beginn der Pandemie erfahren, als plötzlich bestimmte Dinge in den Supermarktregalen gar nicht mehr zu kaufen waren. Ja, der Mensch lebt vom Brot. Ich möchte den sehen, der nur von Luft und Liebe lebt. Das funktioniert nicht. Wer Gottes Wort hört und lebt danach, wird wachsen wie ein Baum. Wer Gottes Wort hört und lebt danach, wird wachsen wie ein Baum. Geborgenheit schenkt sein Blätterdach und standhaft trotz der jedem Sturm. Seine Nahrung kehrt aus tiefen Wurzeln zieht. Geborgenheit schenkt sein Blätterdach und standhaft trotz der jedem Sturm. Seine Nahrung er aus tiefen Wurzeln zieht. Wer Gottes Wort liest und stärkt sich dran, wird tragen wie ein Fels. Wer Gottes Wort liest und stärkt sich dran, wird tragen wie ein Fels. Gelassenheit gibt sein fester Grund, widersteht bei Ebbe wie bei Flut. Seine Kräfte kommen her aus alter Zeit. Gelassenheit gibt sein fester Grund, widersteht bei Ebbe wie bei Flut. Seine Kräfte kommen her aus alter Zeit. Und doch wissen wir auch, dass dieser Vers, der Mensch lebt vom Brot allein, nicht ganz vollständig ist. Wir haben vielleicht den Wortlaut noch in Erinnerung von eben. Denn dort heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, die Mahlzeiten sind wichtig, aber dieses kleine Wort allein eröffnet noch einmal eine weitere Perspektive, die wir auch nicht außer Acht lassen dürfen. Allein, so höre ich öfters von alleinstehenden Menschen, allein schmeckt das Essen gar nicht so gut wie in der Gesellschaft. Wenn ich alleine esse, dann habe ich oft gar keinen Appetit, sagt die ältere Dame. Wenn man gemeinsam isst, dann ist es viel, viel schöner. Ja, dieses kleine Wörtchen allein weist darauf hin, zum Essen gehört eben auch die Gemeinschaft, die Geselligkeit.
Aber reicht das? Reichen diese beiden Elemente wirklich zum Leben? Reichen Essen, Trinken und auch Gesellschaft? Kennt und steht dazu, wird hell sein wie ein Licht. Wer Gottes Wort kennt und steht dazu, wird hell sein wie ein Licht. Gerechtigkeit sucht sein scharfer Blick, gibt Signale in der Dämmerung. Seine Weite reicht bis an den Horizont. Scharfer Blick gibt Signale in der Dämmerung, seine Weite reicht bis an den Horizont. Die Weisheit der Bibel ist für mich immer wieder überraschend und auch wieder wunderbar. Wenn es heißt in dem Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dann vervollständigt die Bibel diesen Satz natürlich. Da heißt es weiter, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund geht. Oder ganz vereinfacht gesagt, sondern von Gottes Wort. Das heißt, unser Dasein erschöpft sich gar nicht in Essen, Trinken und Geselligkeit. Natürlich ist das alles sehr wichtig, aber wir wissen selbst, wir haben nicht jeden Tag etwas zu feiern. Wir haben nicht jeden Tag Wochenende oder gar frei. Es gibt darüber hinaus auch noch die Frage nach dem Wozu. Welchen Sinn hat eigentlich unser Leben? Wozu leben wir? Was macht es neben Essen und Zusammensein lebenswert? Zumindest ich spüre, Essen und Gesellschaft genügen nicht allein. Ich benötige darüber hinaus auch noch mehr, eine Art Fahrplan, ein Ziel, wohin die Reise gehen soll. Was heißt dann eigentlich Gottes Wort? Ich habe mir dazu Rat hier in der Kirche geholt, weil ich dachte, dass hier vorne im sogenannten Chorraum eine Antwort liegen muss. Am Frühstückstisch habe ich sie nicht gefunden. Und dort sehe ich ja jetzt auch hier vorne den Altar, den Tisch, das Symbol für die Gemeinschaft. Aber ich sehe auch die Kerzen, ich sehe die Bibel, ich sehe das Kreuz und natürlich auch da oben das Bild, die Bildergeschichte in dem Fenster. Alles zusammen sagt mir, ja, Gottes Wort. Gottes Wort, das ist neben Essen, Trinken und auch der Gesellschaft, wie hier der Tisch symbolisiert, auch Wärme und Licht wie die Kerzen. Wärme und Licht entstehen, wenn wir für Menschen da sind. Gottes Wort, hier in der Bibel symbolisiert, bedeutet aber auch, dass wir uns immer wieder darauf konzentrieren, was in dieser Schrift steht, dass wir uns immer wieder aufmuntern lassen. Oder wenn wir an das Kreuz und auf das Kreuz schauen, dann denken wir daran, was uns auferlegt wird im Leben und dass wir immer wieder aufgefordert sind, es anzunehmen, was uns auferlegt ist. Gottes Wort heißt aber auch, da zu sein, wenn Menschen Leid ertragen müssen. Gottes Wort, das heißt aber auch, anderen hinterher zu laufen, wie uns das Chorfenster erzählt, wenn sie verloren sind und sie wieder zurückzubringen, ihnen Heimat zu schenken in ihrem Leben. Ja, ich merke, so wird das Leben erst wirklich rund. Und ich beiße zufrieden ein weiteres Mal kraftvoll zu und genieße das Frühstück und denke, ja, so ist es. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern auch von Gottes Wort. Menschen gehen.
ihrer Not. Flehen um Hilfe, beten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle Christen. Gott in seiner Not, finden ihm arm geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen Beiden. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag, für alles, was ich zum Leben habe und brauche, für das Dach über dem Kopf, für Essen und Trinken, für das Auskommen, für Familie und Freunde und vieles mehr. Gott, wie oft vergesse ich, was ich habe, und wie oft sehe ich nur das, was ich nicht habe. Darum bitte ich dich, speise mich immer wieder mit deinem Wort. Lass mich zu einem dankbaren Menschen werden. Lass mich zuversichtlich in diese Welt schauen und erkennen, wie ich Menschen erfreuen kann. Erfülle mich immer wieder mit deinem Geist. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei um dich her, den Bösen abzuwehren.